Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sirius und heute gibt's den dritten Teil von meinem Double XP Special Weekend. Ja, und ein Special Weekend war es für mich eigentlich nicht unbedingt, weil ich habe nur einen Abend gespielt und an dem einen Abend diese Videos hier aufgenommen. Lustigerweise, während ich gerade diese Videos kommentiere und andere Videos rendern, spiele ich noch ein bisschen nebenbei an der Box. Heute ist Montag und irgendwie läuft es heute wesentlich besser und ich nehme dabei nicht auf. Ja, dumm gelaufen. Dumm gelaufen ist es überhaupt für mich relativ häufig bei den Spielen, die ich aufgenommen habe. Und das beweist jetzt besonders die nächste Map. Und ich habe hier gespielt Anlage aus dem neuen DLC und wir haben gespielt Exfiltration. Verteidigen Sie die Techs, was auch geschieht! Tarnfeld aktiviert. Panzer-Upgrade verloren. Ich habe jetzt hier zwei Runden auf Anlage aufgenommen und das eine Gameplay hier von Exfiltration habe ich gedacht, packe ich mal mit hinein. Das ist so ein Ding, ja, wo man sich public wirklich über seine Mitspieler ärgern kann. Das passte dann auch so ins Gesamtbild von diesem ganzen Wochenende. Eigentlich hat es immens viel Spaß gemacht, so viele Punkte abzukassieren, aber ich habe zum einen Schwierigkeiten mit dem Vermittlungssystem gehabt. Das heißt, ich habe unheimlich lange gebraucht, bis ich Spiele gefunden habe. Und dann habe ich auch ganz gern mal Leute mit dabei gehabt, die ja nicht wirklich getaugt haben. Oder wenn es gut lief, brach die Verbindung ab. Ja, und so, das hat sich eigentlich durch meinen kompletten Abend gezogen. Panzermodus Upgrade erhalten. So, jetzt könnt ihr auch mal nochmal sehen, am Xbox-Controller funktioniert auch mein LB-Knopf. Im Stealth-Modus spiele ich ja persönlich nicht so gerne, aber gehört halt irgendwie mit dazu. Aber so im Stealth-Modus, im Gebüsch. Wo war der Typ hin? Naja, egal. Tot. Ja, die nächste Aktion hier, muss ich gestehen, irgendwo da war, wirklich gesehen habe ich, nee, ich habe mal ein Magazin leer geschossen, hinterhergelaufen und dann sind sie auch noch zu zweit. War vielleicht ein bisschen optimistisch, ich habe gedacht, ich nehme noch einen mit, ein Assist ist geworden, aber das war's dann auch schon. No Skill, dafür aber doch ein bisschen Luck, zieht sich jetzt hier durch die nächste Szene, muss ich sagen. Gegner kommt einem entgegen und man wirft gerade eine Nade. Und der Typ hämmert auch irgendwie vollkommen daneben, schlägt ja auf mich an, bin schon relativ rot, aber die Jungs aus dem Team retten mich hier, muss ich mal sagen. Skill nein, Luck ja. Muss ja auch mal drin sein, auch mal für mich, oder? Als nächstes weiß ich jetzt schon, jetzt kommt eine der lustigsten Szenen. Nämlich, ihr könnt mal sehen, wie ich komplette Magazine leer baller, ohne den Typ zu treffen, anschließend über ihn drüber springe und ihn erschlage. Ja, was ein Beschiss, oder nicht? Wie ich die Zweitwaffe da leer schieße, den Typ überhaupt nicht treffe, der überhaupt nicht in dem Gang steht, wo ich gedacht habe, und dann Schwein hab, dass der da runtergeht und wirklich das Modul da unten liegen bleibt. Und das lässt sich da natürlich optimal verteidigen und man kann hier nochmal eine Menge Kills rausholen. Sekunden. 3, 2, 1, Runde gewonnen, soweit, so gut, aber wie konnte das Vermittlungssystem jemand den Host geben, wo alle anderen nur einen roten Ping haben?
Naja, sei es drum. Ich habe dann eben nochmal die Standardklasse geändert, bin hier auf die Felinen umgestiegen mit Stealth-Verbesserung. Was ihr sehen könnt, habe ich noch nicht mal abgegradet, das Teil, was ich das nicht gerne spiele. Und Mobilitätsverbesserung. Also, jetzt heißt es Gas geben. Tada, das Spiel läuft noch keine Minute und das Teil ist schon nach Hause gebracht. Und auch wenn ich jetzt hier down gehe, so schlecht hat die Runde jetzt nicht begonnen, oder? Also die Hinrunde haben wir gewonnen, weil die Typen unten das Modul haben in dem Schacht liegen lassen. Und in der zweiten Runde habe ich nach 50 Sekunden das erste Modul geholt. Sollte eigentlich doch ein sicherer Sieg sein, oder? So, ich habe das jetzt immer mal ein ganz klein bisschen zusammengeschnitten, damit es nicht zu langweilig für euch wird. Hier und da gab es natürlich dann auch mal einen Kill. Zwischenzeitlich hat uns dann mal der dritte Mann bei einem 3 vs. 3 im Stich gelassen, sodass wir nur noch zu zweit mit zwei roten Strichen waren, was ja dann schon fast eine gelbe Leitung ergibt. Und ja, ich habe halt immer darauf gehofft, dass mein Kollege hier mal das Teil nach Hause bringt. Tja, puh, der lässt das natürlich dann auch wieder fallen. Das Panzer-Upgrade liegt da und ich habe gedacht, naja, okay, ist ja eine coole Idee, voll im Stealth-Modus runterzulaufen, bis die Energie endgültig weg ist, dann aus dem Stealth-Modus zu schießen und sich mit dem Typ mit der K-Volt anzulegen. Das funktioniert natürlich nicht. Wenn man dann so gefühlt alleine unterwegs ist auf der Map, dann kann man eigentlich nichts mehr reißen, gerade nicht bei Exfiltration. Das könnte jetzt vielleicht nochmal ein Aufruf an euch sein. Ich habe ja neulich schon mal Leute über Facebook gesucht, die das neue Map-Pack von Crysis 2 auf der Xbox 360 spielen und da ein bisschen Bock haben, das ab und zu mal mit mir zu zocken und dann auch mal im nächsten Video mit drin zu sein. Ja, ich bin dann hier mal noch so eine Minute lang vergeblich stumm gelaufen, bin dabei dann mehr draufgegangen, als dass ich einen Kill gemacht habe und am Ende hat es dann erfreulicherweise dann doch noch gereicht. So, jetzt können wir die Zeit eigentlich auch schon runterzählen. Ich habe nochmal eine Nade geworfen, natürlich leider keinen mehr getroffen. Hier war dann auch nicht mehr wirklich was verloren. Und obwohl wir die Runde insgesamt verloren haben, haben wir dann den Gesamtsieg geholt, da wir einfach das Modul schneller beim Heli hatten, als wie der Gegner. Ja, Zeit war nicht schlecht, oder? 53 Sekunden kann man jetzt nicht meckern. Und das gab auch eine Menge Erfahrungspunkte eigentlich. Also, obwohl es am Ende nur noch zwei Leute drin waren, dank des Double-XP-Wochenendes waren es dann trotzdem fast 10.000 Punkte. Und für 10.000 Punkte kann man ja mal nicht meckern, kann man mal ein Video draus machen. Ja, wenn ihr da Bock zu habt, eine Runde Crysis 2 mit mir auf der Xbox zu spielen, dann schickt mir doch eine Freundschaftsanfrage oder eine Nachricht. Ich nehme die auf jeden Fall an. Wenn ihr Bock habt, klickt ein Abo. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und haut rein.